über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da reinging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste die Not auch, den Jesus versammelte sich oft, da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt ihr dahin mit Fackeln, Lampen und mit Farben. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen. Suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Mein Vater gegeben.
Jahres vor Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umgebracht für das Volk.
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Ich bin's.
aber stund bei ihnen und färbete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesu um seine Hände und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Dabei stunden Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem Hohepriester als antworten? Jesus aber antwortete: Ich bin's nicht. Spricht
Schmerzen, meine Wisse tot, meine
Österreich aus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Russland essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klagen wider diese Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Thank you.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Und spricht zu ihm.
flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihr ein Purpurkleid an und sprachen: Oh,
weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab.
andere zu beiden Seiten. Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, bei Jesus gekreuzigt. Es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Thank you.
Welt würde die Schrift wieder sagen, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah, dabei stehen, den ihr liebhabte, spricht ihr zu seiner Mutter. Nein, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht ihr zu ist voll Brand.
Sterben frei gemacht.
Segen aber, wie weil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben der Sabbat über. Denn des selbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern den Kriegsknechte einen, eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, unser Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllt werde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Graben.
selbst hinlegten sie Jesus, um des Rüsttags willen der Juden, die weil das Grab nahm.